Ich habe heute was absolut Wildes für euch. Und zwar machen wir AI-generierte Thumbnails. Okay, falls ihr nicht vertraut seid mit dem ganzen Thema, es gibt mittlerweile diverse AIs, die hübsche Bilder für dich machen können. Und man kann die spezifisch darauf trainieren, Sachen wiederzuerkennen. Das heißt, ich habe eine genommen, habe da einen Haufen von meinen Roblox-Thumbnails reingehauen. Die einzigen ohne Text, die ich hatte, weil mit Text ist er verwirrt. Mit Text kann er nicht gut umgehen. Jedenfalls haben wir das gemacht. Wir haben jetzt eine für meinen Roblox-Charakter und später habe ich auch noch eine mit meinem Gesicht, weil ich ja oft das Reaktionsgesicht an der Seite von meinen Thumbnails habe und geguckt habe, wie gut man das mit AI erstellen kann. Das kommt am Ende des Videos, also unbedingt dranbleiben und dann würde ich sagen, let's go! So, unser erster Plan mit der AI ist, dass wir ein Thumbnail nehmen, was wir schon haben. Und zwar das hier, wo meine beste Freundin zu einer Waldfee wird. Das heißt, das ist eigentlich ein ganz hübsches Thumbnail, finde ich. Und das kann man, glaube ich, ganz gut nachstellen. Da ist kein Text. Wir versuchen das der AI zu beschreiben, damit sie hoffentlich was Gutes macht. Das Ding ist, die AI kennt mich und sie kennt Easy zu einem Extent. Weil die ganzen Thumbnails, die ich ihr gegeben habe, war Easy meistens drin. Das heißt, ich habe eigentlich ganz gute Hoffnung, dass das hier was wird. Das sieht sehr promising aus. Es sind auf jeden Fall jetzt schon zwei Feen vorhanden. Das eine hat auf jeden Fall meine Roblox-Frisur. Beide haben Flügel. Okay, wir haben hier erstmal noch ein grundlegendes Problem mit der Färbung. Das Ding ist, die Charaktermodels sehen okay aus, aber irgendwie wird alles sehr gelb bisher. So, in den vorgerenderten Dingern sieht es natürlich immer besser aus. Ich glaube, ich habe jetzt unser Lichtproblem gefixt. Die Sachen sehen mehr aus wie mein Roblox-Charakter. Sie haben auch alle dieses pink-schwarz gestreifte T-Shirt an. Mit Gesichtern ist er noch nicht ganz warm, aber auch nicht, auch nicht. Ich sehe, was er versucht. Wir sind auf jeden Fall schon mal in einem Wald. Ich bin großer Fan von dem grünen Eumel hier, den er hier hat. Warum hat er den hinzugefügt? Warum hat der kleine Mann keine Haare? Warum habe ich so kurze Stummelbeine? Ich habe so viele Fragen. Also wenn die nicht komplett weird aussehen würden, wäre das vielleicht... Vielleicht was, aber die sehen halt gruselig aus. Okay, nächster Versuch. Wir versuchen hier ein bisschen zu feintunen. Okay, wir haben jetzt ein paar mehr Bilder erstellt. In der Hoffnung, dass eins davon nutzbar ist. Ich sehe es noch nicht. Ich sehe es noch nicht. Hier ist der Wald im Hintergrund gar nicht schlecht. Die sehen alle absolut gruselig aus. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Hier auf einmal dritte Person und Nasen. Die sind alle nicht nutzbar. Das heißt, wir verändern nochmal unseren Prompt und hoffen aufs Beste. Okay, das ist ein Nein. Ich weiß nicht, was diese gruselige Kreatur am Baum... Nee, nee. Unser nächstes Bild... Auch nix. Vielleicht können wir mit dem hier arbeiten, tatsächlich. Weil, also, das, was mein Main-Problem ist, sind die Gesichter. Die sind auch nicht gut, aber das davor war besser. Oh, ich glaube, wir haben einen Gewinner. Ich glaube, das ist das Beste. Obwohl er hier... Also, ich habe kein Problem mit der dritten Fee im Hintergrund. Wir haben einen Hauptcharakter. So, wir malen hier erstmal ein paar schöne Lichtreflektionen rein, um das Ganze etwas magischer zu machen. Vielleicht das Gesicht von der kleinen Fee abzudecken. Jetzt, wo wir Sonnenstrahlen haben, kann das Ganze etwas schöner werden. Wir malen jetzt hier noch schnell ein paar Röcke dran, damit das Ganze noch ein bisschen feenhafter aussieht. So, zack, hier hat die eine einen Rock und die andere. Dann können wir gleich auch noch die komischen Beine verstecken, die sie hat. Weil, also, das gefällt mir nicht. Es wird nicht unbedingt ein schöner Rock, aber ich glaube, der macht ja noch was draus. Dann ist das unsere kleine Veränderung. Ich hoffe, er macht auch die Gesichter neu. Hoffen wir das Beste. Okay, der erste ist bis jetzt noch nicht so gut geworden. Wir haben auch nicht direkt Röcke gekriegt. Das zweite gefällt mir eigentlich ganz gut. Vielleicht können wir mit dem direkt weiterarbeiten, weil die linke Fee sieht auch anders aus als die rechte Fee. Die rechte Fee, finde ich, ist klar erkennbar als mein Roblox-Charakter. Wir haben hier Flügel, wir haben kleine Blumen, wir haben kleine Lichtstrahlen. Wir haben auch verschiedene Outfits. Wenn man da nochmal Röcke dran kriegt, wäre das natürlich wild. Oh, unsere kleine Fee ist wieder da! Also abgesehen davon, dass der Rest absolut... Ich weiß, was ist denn mit den Beinen passiert? Warum ist da so eine Ebene dazwischen? Aber die kleine Fee hat auch keine guten Beine, aber sie ist da. So, okay, wir versuchen unser Glück nochmal mit den Röcken. Wir haben hier dieses Thumbnail, das sieht schon besser aus. Da machen wir jetzt hier einen Rock mit ein bisschen mehr Feingefühl. Dann machen wir hier nochmal einen Rock. Zack, zack, zack. Hier machen wir schöne Wellenlinien. Es wird nicht unbedingt ein perfekter Rock, aber das macht ja die AI dann alles für uns. Okay, unser Starter ist nichts, weil das Auge guckt falsch. Das zweite sah gut aus im Unscharfen, aber jetzt wird es leider auch wieder komisch. Das dritte ist ganz hübsch vom Konzept, aber, ne, Gesichter wissen wir. Und das vierte ist die zweite irgendwie sehr braun geworden. Nur der eine Schmetterling hat, glaube ich, ein Gesicht im Hintergrund.
Und Röcke hat er ihnen auch nicht gegeben. So, dann versuchen wir den beiden jetzt nochmal neue Gesichter zu geben. Das ist unsere letzte Chance. Ich habe das Gefühl, besser wird's nicht. Ich werde noch ein bisschen zoomen vielleicht. Damit das Ganze nicht so komisch aussieht. Hätte halt gern, dass sie Röcke anhaben. Irgendwie haben die so weird kurze Hosen nur an. So, dann hoffen wir mal, dass er jetzt Röcke macht. Okay, er hier ist, sehr gruseliger linker Mund. Keine guten Augen. Röcke sind weiterhin nicht vorhanden, dafür gruselig Gesicht. Was ist denn mit den linken Beinen passiert? Okay, er kommt so langsam in eine Richtung. Die Augen sind semi-nutzbar. Die eine wirkt überrascht, die andere sieht mehr aus wie ein Hund. Okay, letzte Hoffnung, viertes Bild. Oh mein Gott, das ist richtig gut geworden. Hä? Guck mal, die zeigen richtig in eine Richtung. Das Große ist clearly mein Charakter. Man hat Licht vor hinten im Wald. Das ist richtig gut. Okay. Wir stoppen das Ganze. Wir haben hier unseren Finished-Gewinner. So schlecht ist er nicht. Ich bin sehr zufrieden. Und dann kommen wir natürlich jetzt zum nächsten Part im Video. Wie versprochen, werden wir noch ein kleines Gesicht von mir selber an die Seite knallen, in der Hoffnung, dass es nicht absolut cast aussieht. Okay, unser erster Versuch. Wir haben jetzt einfach nur geschrieben, blonde Frau. Das ist eine blonde Frau. Ich sehe auch, warum er denkt, das bin ich. Weil ich habe oft diesen grauen Pulli an mit diesem Ausschnitt hier. Das sind meine Haare. Ich habe die halt nur gelockt an dem Tag. Und es sind blonde Haare, blaue Augen. Ich sehe ungefähr die Resemblance. Klar, es sieht jetzt nicht 1:1 aus wie ich, aber auf jeden Fall kein horrible Startpunkt. Ich glaube, das erste würde sich besser. Wir haben jetzt hier die Option, es gibt eine, das heißt Restore Faces. Da kann man ein bisschen machen, dass die Gesichter nicht ganz so gruselig werden und ein bisschen menschlicher aussehen. Ich habe das Gefühl, er hat jetzt zwar gemacht, dass das Gesicht menschlicher aussieht, aber ich weiß nicht, was mit den Händen los ist. Und außerdem ist es halt also kein schönes Foto und sieht auch nicht aus wie ich. Okay, hier bin ich einfach übergewichtig. Also es ist irgendwo ein überraschtes Gesicht. Wenn man jetzt so ein bisschen ignoriert, dass die Finger halt absolut dämonisch sind, ist es vielleicht okay? Wir versuchen das Ganze nochmal. Ich hoffe, ich sehe nicht so aus. Okay, das ist nicht gut. Die Haare sind gut. Wir haben übrigens, ich habe jetzt geändert, dass ich gerne ein pinkes Oberteil hätte. Das hat er gemacht. Er hat mir jetzt ein pinkes Oberteil gegeben. Sonst habe ich nichts Gutes zu sagen. Ist auf jeden Fall weniger gruselig mit den Zähnen. Das Oberteil sieht realistischer aus. Aber die Augen sind halt wieder eher primär gruselig. Aber besser als das davor. Ich würde sagen, momentan sogar unser Gewinner. Okay, es sieht absolut nicht aus wie ich. Es hat ein bisschen was über diesen großen Menschen in Attack on Titan mit ihren vielen Zähnen. Hier sehe ich, was er versucht hat, okay? Hier sehe ich reasonably schockiert aus. Mit der Hand weiß ich nicht. Okay, wir haben hier noch eins hingekriegt. Das sieht zwar nicht direkt aus wie ich. Ich sehe so ein bisschen die Resemblance einfach von der Knochenstruktur. Ich habe das Gefühl, mein Gesicht hat eine ähnliche Jawline und Wangenknochen-Situation. Es ist okay, es hat meine Haare, ich hatte auf jeden Fall die Frisur schon mal. Die Augen sind nicht super gruselig. Ich sag, das ist der Gewinner hier aus der ganzen Situation. Besser wird's nicht. Wir haben hier echt lange dran gesessen. So, das war's dann aber mit diesen Gesichtern. Ich habe hier mein Bestes gegeben, okay? Ich habe alles versucht, damit ich irgendwie ein brauchbares Thumbnail kriege. Das fertige Thumbnail blende ich euch hier ein, beziehungsweise ich habe es wahrscheinlich schon gesehen. Vielleicht mache ich das ins richtige Thumbnail von diesem Video. Okay, falls es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr sowas vielleicht schon mal ausprobiert habt oder welches ihr am besten fandet. Und abonniert unbedingt den Kanal. Schaut auf den ersten Link in der Videobeschreibung vorbei. Da ist mein Merch verlinkt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.